Also darf ich bitten, den zweiten Korintherbrief aufzuschlagen. Tatsächlich ein Gott, der hört. Ein Gott, der in all unseren Drangsalen uns tröstet und da ist. Der zweite Korintherbrief, darf mich wiederholen, ist der persönlichste Paulusbrief. Er öffnet sein Herz, er schildert uns Gefühlsbewegungen. Er berichtet von schweren Nöten, von Verzweiflung, von Schwachheit, von Schwierigkeiten, keinen Ausweg sehend von körperlichen Leiden. Und das Schöne ist, dass es gibt wirklich von höchster Stelle Trost und Hilfe. In allen Nöten, in all unserer Drangsal, er ist der Gott, der als Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes uns vorgestellt wird. Und in der zweiten Zeile, so die Einleitung habe ich hingeschrieben, wir sind der Leiden teilhaftig, auch des Trostes, mit dem Ziel, andere zu trösten. Und ich habe versucht, das ein bisschen anzureißen und ich würde es irgendwie wahrscheinlich, denke ich, bestätigen. Die, die in Eheproblemen Gottes Hilfe erlebt haben, die können am besten in Eheproblemen helfen. Die, die selbst als Mitarbeiter mutlos waren und aufgeben wollten, die können am besten die anderen motivieren. Der, der selbst irgendwie oder die, die einen Bandscheibenvorfall hatte oder andere grausige Diagnosen, die können den anderen am besten verstehen, der Ähnliches erleidet. Die, die selbst einmal in der Sackgasse im Irrweg waren, können gut aus Sackgassen heraus helfen. Das sind genau die, die Gottes Trost erleben durften und die, die uns helfen können. Erster Vortrag, entzweit, versöhnt. Der Schlüssel dazu ist die Vergebung. Und bevor ich jetzt in den zweiten reinstarte, einfach die Frage, hast du ein ganzes Ja zu deinen Geschwistern in dieser Gemeinde? Ein Ja. Genau dasselbe Ja, wie Jesus Christus, wie Gott in Jesus Christus zu uns hat. Ein Ja, ein bedingungsloses Ja. Wie schön, wenn ihr das wirklich als Gemeinde sagen könnt, also dann seid ihr glücklich. Dann seid ihr glücklich zu preisen, wenn ihr wirklich ein aufrichtiges Ja füreinander habt. Wie erwähnt, der Paulus ist kein Schönfärber, der Paulus berichtet von Nöten aller Art. Und das Schlüsselwort, wer hat es gemerkt? 80 Mal. Aber. Entzweit, aber, das Ziel ist versöhnt. Ermattet, werden wir jetzt gleich sehen, aber wir werden verwandelt. Sterbend, aber das Leben Jesu an uns herum wird offenbar. Betrübt, aber getröstet. Reich, arm, aber reich gemacht. Schwach, aber stark. Also den nächsten Abschnitt habe ich überschrieben mit ermattet, aber verwandelt. In dem Abschnitt, vielleicht ganz kurz wieder, um den Ratschlag der zwei jungen Brüder aus München ernst zu nehmen, kurz bevor wir wieder diesen Text lesen, den langen Text, worum geht's? In diesem Abschnitt nimmt uns der Paulus mit auf seine Missionsreisen. Ja, sag ich, war in Troas, seine Tür war offen. Er lasst uns irgendwie ins Innerste hineinschauen und merkt mal irgendwie, den sein Herz schlägt fürs Evangelium. Sein Ziel ist überall, den Geruch Christi, die Erkenntnis von Christus, das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt, er hat schon oft Briefe geschrieben. Nicht mit Tinte, sondern durch den Geist Gottes. Er durfte viele Menschen zum Glauben führen, auch die Korinther durfte er zum Glauben führen. Und das alles ist nur möglich durch den neuen Bund. Und darum ermatten wir auch nicht, weil wir Diener des neuen Bundes sind, im Gegensatz zum Alten. Jetzt steht der Alte dem Neuen gegenüber. Also darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Deshalb ermatten wir nicht bei all dem, was auf uns einströmt, die ganzen Sorgen, die ganze Evangelisation, die ganze Seelsorge, die ganzen Nöte, die ganzen Schwierigkeiten. Deshalb ermatten wir nicht, weil. Ja. Also beim Lesen einfach, das Wort ist übrigens aus 2. Korinther 4, Vers 1, darum,
da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Das griechische Wort, was dort steht, das steht im Lexikon beschrieben, erschöpft nachlassen, müde werden, verzagt sein, entmutigt sein. Kennt ihr das in Grassau? Erschöpft nachlassen, entmutigt sein, müde sein, verzagt sein, irgendwie keinen Mut mehr haben. Er sagt, deshalb ermatten wir nicht. Spannender Text. Kapitel 2, Vers 12. Als ich nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Denn einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit, sondern als aus Gott vor Gott reden wir in Christus. Fangen wir an, uns selbst zu empfehlen? Bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt, gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit begann, sodass die Söhne Israels das Angesicht Mose nicht unverwandt anschauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Denn auch das Verherrlichte ist nicht in dieser Beziehung verherrlicht worden wegen der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was hinweggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun solch eine Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, auf das die Söhne Israel nicht anschauen mochten, das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus Jesus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Ein langer Text, ein herausfordernder Text.
Paulus ist unterwegs nach Troas, von Ephesus auf den Weg nördlich nach Troas. Und Paulus sagt wie immer, dass mein Ziel ist es, überall, wo ich hinkomme, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Mein Ziel ist es, überall zu predigen, Christus zu predigen. Und jetzt siehe da, welch eine Freude für einen Missionar. Es ist eine offene Tür in Troas. Und der Paulus hat das, ich würde sagen, wenn man die Apostelgeschichte liest, relativ oft erlebt. Manchmal auch nicht, manchmal war es schwierig, manchmal war es steinig, aber immer wieder hat er erlebt, offene Türen. Und offene Türen, ihr lieben Geschwister in Grassau, das heißt ganz ehrlich auch viel Arbeit. Also nicht so offene Tür, juhu, eine Gemeinde entsteht, also das ist verbunden mit viel Arbeit. Der Paulus weiß, wovon er spricht. Ich kann nur ein bisschen nachempfinden, bin jetzt auch schon einige Zeit mit in der Gemeindegründungsarbeit. Unser letztes Ziel war Golling vor einigen Jahren. Und ich kann einfach bestätigen aus erster Hand, da gab es viele Sitzungen, da gibt es viele Treffen, da gibt es viel Evangelisieren, da gibt es viel Nacharbeit, viel Seelsorge, viele Überlegungen, bis wirklich zu einer Geburtsstunde einer Gemeinde kommt. Also da ist einiges los. Und es ist natürlich eine Riesenfreude. Es ist eine Riesenfreude. Wir versuchen dann als Älteste uns gemeinsam zu treffen im Leitungsteam. Unser Treffen, ich glaube, war das letzte, der vorletzte, 2022. Die Geschwister, also ich bin jetzt nicht so für Zahlen zuständig, aber die waren dann so voller Freude. Da waren einige Jahre schon im Land, Gemeindegründung in Golling. Und das Erste, was die Brüder berichtet haben, wir haben losgestartet mit 20, 25 Geschwistern als Gemeinde. Und sind dann im März 43 Erwachsene und 17 Kinder gewesen und die haben eine Riesenfreude, gell? Aber man weiß, das bedarf Fleiß. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Gegenwind, es gibt Satans Angriffe. Aber es ist eine große Freude. Ich kann das wiederum bestätigen, wir arbeiten, ihr könnt es gerne für uns beten, wir sind sehr dankbar. Wir arbeiten in Hallen auf eine weitere positive Gemeindeteilung hin, in Kuchl, im Nachbarort, sind sehr viele Gläubige. In den nächsten ein, zwei Jahren sind wir uns irgendwie einig und einmütig. Wir haben eine Predigtreihe hinter uns, da wird das irgendwie einfach anstehen, gell? Dass wieder 20, 30 Leute weggehen und wieder etwas Neues gründen. Der Paulus hat es erlebt. Verbunden mit viel Arbeit, inmitten der Arbeit die Seelsorge, die Angriffe Satans, seine körperliche Leiden, der Dorn im Fleisch und in dem ganzen Wahnsinn Widerstand, Steinigungen, da muss man wieder abhauen, gell, in der Nacht durch den Chor flüchten und dann erlebt man Rückschläge und in dem ganzen Wahnsinn die Sorge um Korinth. Gell. Wie geht es jetzt eigentlich den Korinthern? Megachurch! Viele Gläubige, die ich zum Herrn führen durfte. Und der Paulus lässt da in sein Herz hineinschauen, in seine Gefühlswelt und sagt, er war innerlich unruhig. 2 Vers 13, innerlich, ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. Innerlich besorgt, wie geht's dem Titus? Wie geht's den Korinthern? Das war so indirekt die Frage. Und aus dieser Sorge heraus lässt er diese Tür ungenützt. Für mich unverständlich, gell? Er lässt diese Tür ungenützt und reist nach Mazedonien weiter nördlich rauf. Und er kommentiert's. Er sagt nämlich frei übersetzt, ihr lieben Geschwister in Grassau, es ist nämlich egal, wo ich unterwegs bin, weil Gottes Plan ist ohnehin, dass ich überall Christus verkündige. Also ich finde das Argument irgendwie spannend. Und tatsächlich war es beim Paulus so, egal ob am Schiff, egal ob Richtung Troas, egal ob in Philippi, Mazedonien, Thessalonik, überall war sein Ziel, den Geruch Christi zu verbreiten. Und frei übersetzt, Kapitel 2, Vers 14 und 16, manchen sind wir ein Geruch vom Leben zum Leben und andere können uns nicht riechen. Ja? Denen sind wir ein Geruch vom Tode zum Tode. Also anders frei übersetzt, manche dürfen wir zum Leben führen, und für manche, die hören uns zwar, aber wir sind ihnen nur ein Geruch vom Tod zum Tode. Sie sind ablehnend, hart, verstockt, böse, drohen uns. Kennt ihr das? Unterschiedliche Reaktionen aufs Evangelium? Kennt ihr das? Ihr kennt es mit Sicherheit. Ich persönlich, ein kurzer Einschub, finde es sehr hilfreich,
Sein Argument, 2,15, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Also mich persönlich motiviert das unheimlich. Also hast du es ganz bewusst schon einmal gelesen? Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden. Was steht dann dabei? Und in denen, die verloren gehen. Also anders formuliert, ich bin nicht verantwortlich, ob sie wer jetzt erretten lässt oder nicht. Es ist ein Wohlgeruch Christi, dass ich einfach predige. Es befreit mich von jeglichem Erfolgsdruck. Es ist sogar ein Wohlgeruch Christi, auch wenn die verloren gehen. Also ich finde es sehr spannend, wie das irgendwie formuliert ist. Ich predige und für die Ergebnisse bin ich nicht verantwortlich. Und es ist einfach ein Wohlgeruch für Gott, wenn wir sein Zeugnis sind, wenn wir Christus verkündigen, wenn wir den Menschen das Evangelium bringen. Also für mich ist das unheimlich befreiend, für meine Evangelisation, für meine persönliche Evangelisation. Und ich finde es auch ziemlich spannend, er sagt, es ist egal, ob der Tür offen ist oder nicht, ich gehe weiter nach den Norden, sucht Titus, denn Gott führt uns alle Zeit und überall im Triumph zu Christium her. Finde ich unheimlich spannend, weil es vermittelt mir eine unheimliche Freiheit, die der Paulus ja in der Apostelgeschichte erlebt, geht nach links, der Geist Gottes verwehrt, geht nach rechts, kommt so nach Europa. Also der hat irgendwie Freiheit, Dinge zu tun und im Notfall wird mich schon der Herr korrigieren. So, ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, wie geht's dem Titus, wie geht's den Korinthern? Und ich bin an jedem Ort im Triumph zu Christi. Also ich finde es sehr befreiend. Manche Christen sind sehr eingeengt. Hoffentlich habe ich den richtigen Beruf gewählt. Hoffentlich habe ich mich für die richtige Gemeinde entschieden. Hoffentlich habe ich jetzt den richtigen Dienst. Also ich merke beim Lesen viel mehr Freiheit. Ich merke, das, was vor mir liegt, ich darf tun, ich darf losgehen. Und er führt mich im Triumphzug umher. Also man soll mich bitte nicht falsch verstehen. Also ich glaube mittlerweile nach 37 Jahren gemeinsamen Haushalt schon, dass man eine falsche Frau heiraten kann. Also, aber eigentlich habe ich, wenn ich das richtig verstehe, 1. Korinther 7, Vorzüge heiraten, nicht heiraten, das hört so auf. Du kannst heiraten, wen du willst, nur im Herrn. Also völlige Freiheit. Und bitte, das muss man die Jungen auch sagen, auch in der Berufswahl. Es ist nicht so entscheidend, was du machst, sondern es ist entscheidend, wie du es machst. Und Gott führt dich im Triumphzug umher. Und das ist ein Bild aus der römischen Feldherrensprache. Schlachten sind geschlagen und die grausamsten Feinde werden dann der Stadt vorgeführt. Was ist das für ein Bild? Der Feind schlechthin, der Christenverfolger, Paulus, überwunden von Christus, wird jetzt im Triumphzug umhergeführt. Also für mich totale Freiheit. Das war irgendwie Einschub. Meine Qualität, was ich tue, ist wichtiger als wo ich genau jetzt bin und ob ich jetzt genau diesen Beruf gewählt habe oder jenen oder diesen Studienzweig. Also anders formuliert, wir sind in Hallen aufgewachsen, unsere Familie, 4 Kinder, 4 kleine Kinder sind groß geworden, da war es ziemlich eng, 12 Parteienhaus, unten waren dann die Heiligtümer, die Autos sind so geparkt gewesen, da dazwischen haben die Kinder gespielt, die Kinder waren im Hof und die Kinder haben dort unten Fußball gespielt. Und manchmal war es so, die kommen nach ein paar Minuten und sagen, Papa, könnte man nicht doch einen Basketball haben? Da war so ein Basketballkorb auf zum Korb einwerfen, gell, so 2 gegen 2 oder so, es geht schon. Sag ich, okay, nehmt Basketball, geht's Basketball spielen, dauert ein paar Minuten. Papa, wir haben uns überlegt, könnte man nicht lieber irgendwie vielleicht doch Volleyball spielen? Sag ich, ihr lieben Kinder, es ist eigentlich ziemlich egal, ob ihr da unten Basketball spielt oder Volleyball oder Fußball, seid ein Zeugnis. Macht es irgendwie dem Herrn Jesus Ehre. Die Qualität ist viel wichtiger, also was du da unten jetzt genauso machst. Es ist ehrlich gesagt egal, ob ich jetzt gerade Bankdirektor bin oder Maurer oder Lehrer oder im Reinigungspersonal arbeite. Es ist relativ egal, ob ich gerade mein Master- oder mein Doktoratstudium abgeschlossen habe oder irgendwie einem einfachen Beruf nachgehe. Das Entscheidende ist doch tatsächlich, dass ich an jedem Ort den Geruch Christi verbreite.
Natürlich, also ich verstehe das, ein Mann, Standard Oil Company, suchen einen Vertreter für den fernen Osten. Ihre Wahl fiel auf einen Missionar. Sie boten ihm $10,000, er lehnte ab, $25,000, er lehnte ab, $50,000, er lehnte und blieb bei seiner Antwort und lehnte ab. Sie fragten ihn, was passt Ihnen denn eigentlich nicht? Ihr Angebot ist schon in Ordnung, aber die Aufgabe, die Sie mir bieten, ist mir nicht groß genug. Also das Bewusstsein, ich bin eigentlich da, um die gewaltigste Botschaft dieses Planeten zu verkündigen. Wir haben es beim Abendessen diskutiert. Wenn wir dafür nicht mehr Zeit haben zu evangelisieren, mit Menschen in den Bibeln zu lesen, dann ist irgendwas falsch in unserem Leben. Das Größte in meinem Leben ist irgendwie, Menschen diese Botschaft mitzuteilen. Und es geht um unsere Herzensgesinnung. Gell? Wir haben mit Hannes unterhalten und habe erzählt, bei uns gibt es einen Bruder, der macht seine Doktorarbeit fertig, und es hat mich begeistert, weil er behauptet, und ich nehme es ihm ab, mein Ziel ist nicht, mich selbst zu verwirklichen, sondern egal wie der Herr führt, ich möchte irgendwie ihm dienen und seine Wege gehen. Also das beeindruckt mich hier. Egal wie und was und wo, mein Ziel ist, den Geruch Christi zu verbreiten. Wir verkündigen, wir verfälschen nicht, wie die vielen. Ist eine sehr interessante Formulierung, oder? Denn wir verfälschen nicht 2,17 wie die vielen, damals schon, das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit vor und aus Gott reden wir. Wir reden einfach das Evangelium Gottes, das uns lieb geworden ist. Ist natürlich nicht angenehm. Manche zieht es an, andere nicht, andere können das nicht riechen. Andere sagen, Paulus, was für ein Idiot, Paulus, du hättest eine glänzende Laufbahn haben können, du wärst schon wahrscheinlich im Vorsitz ganz oben des Synedriums. Sag, es ist mir egal, es ist mir eigentlich egal, es ist mir ziemlich egal. Ich möchte die Botschaft verkündigen und nicht verfälschen. Eine große Gefahr, das Evangelium schmackhaft zu machen. Das ist ein Zitat aus eurem Gebiet, aus einem bayerischen Klassenraum. Nicht mehr zumutbar, die Medien hatten vor Jahren ihr Fressen, jeder, der schlachtet es belieben aus, Tatort Klassenraum, Gegenstand Kruzifix, Kläger, Eltern von Schülern. Das Kreuz in dieser vorwiegend bayerischen Klassenraumräumen muss verschwinden. Dieser Galgen passt nicht in ein ethisch-moralisches Erziehungskonzept. Wir können dann unseren Kindern diesen Anblick nicht mehr zumuten, war zu hören. Übrigens, das Logo der Christenheit war schon immer ein Stein des Anstoßes. Nichts Neues unter der Sonne. Der Schandfleck muss weg. Klar, die Liebe Gottes dürfen Sie verkündigen, sagte mir ein Passant in der Fußgängerzone während eines Gesprächs. Aber dieser Marterpfahl, der stört mich. Eine solche Bluttheologie passt nicht in mein Gottesbild. Ich nehme diesen Einwand ernst. Das Kreuz lässt ja schon wirklich Zweifel aufkommen. Wie kann ein liebender Gott seinen Sohn auf so schändliche Art am Kreuz bluten lassen? Also das hört man nicht gern. Andere hören es gern. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Natürlich möchte ich behutsam vorgehen, Freundschaftsevangelisation betreiben und Menschen dort abholen, wo sie stehen. Ich glaube, wir Christen sind noch viel zu schnell. Wir erzählen das ganze Evangelium, die haben noch keine Sündenerkenntnis, keine Not irgendwie für Sündenvergebung, und wir haben alles präsentiert. Das meine ich nicht. Ich meine nur, einfach zu dieser Botschaft, die in der Bibel ganz klar ist, zu stehen. Wie es formuliert ist, wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz, die Hölle heiß, das Gericht unausweichlich und die Ewigkeit lang und die Errettung aus reiner Gnade ist. Dafür stehen wir, und das möchten wir irgendwie nicht verfälschen. Wie geht's euch damit, mit diesem Evangelium? Seid ihr ermutigt? Ich bin sehr ermutigt. Also ich bete immer, habe es erzählt beim Abendessenstisch, dass ich irgendwem zum Glauben führen darf. Ich wäre ganz unruhig, wenn ich niemanden zum Bibellesen habe. Und jetzt war so eine coole Geschichte. Ein Bauer bei uns aus dem Land, 76 Jahre, der findet Traktat, ist angesprochen vom Traktat, ruft sofort Kontaktadresse an, kann ich das behalten oder es gefällt mir so oder muss es zurückgeben? Nein, das kannst du behalten. Ja, kann ich bitte gleich 10 haben zum Verteilen? Bauer bei uns, 76 Jahre. Dann heißt es, der wohnt in der Nähe, da bei uns in Halle, in Kuchel. Gibt es bei euch eine evangelistische Bibelstunde? Mein nächster Tipp für euch, bei uns, egal ob es eine gibt oder nicht, ich sage immer ja, bei uns gibt es immer eine evangelistische Bibelstunde.
Ansonsten machen wir eine zu zweit, zu dritt, zu viert. Der Bauer kam. Ich habe gesagt, wenn du den Römerbrief liest, so wenig, 16 Kapitel, dann hast du ein Miniaturstudium der ganzen Bibel. Der 76-jährige Bauer lässt sich drauf ein, Römer 1, Römer 2, Römer 3, das ist jetzt her, 2-3 Monate, bekehrt sich. Vor 4 Wochen war seine Taufe, 76 Jahre. Und jetzt ist er jeden Sonntag, sitzt er schon auf seinem reservierten Platz, gell? Ist klar, mit 76 braucht man schon immer das Gleiche. Wir haben alle so eine Freude mit ihm. Also, und dann gibt es natürlich Durststrecken. Wie geht es euch mit dem Evangelium? Wie geht es euch mit Evangelisieren? Ich möchte euch ermutigen. Der Paulus hat auch Rückschläge erlebt. Der Paulus hat offene Türen erlebt und der Paulus hat Rückschläge erlebt. Und der Paulus hat irgendwie bei dem Widerstand, bei der Sorge um die Geschwister, bei den ganzen seelsorgerlichen Problemen, bei den Spaltungen, bei den Streitigkeiten, bei der Christenverfolgung, bei den Steinigungen, gell? Also wenn man das dann liest, ein paar Kapitel später, wie oft er gesteinigt wurde. 5x 40 Stockhiebe, dann weniger einen geschlagen. Also unglaublich. Und bei all dem gibt es die Gefahr, einfach auszubrennen. Einfach, so wie es heißt, zu ermatten, verzagt am Boden zu liegen. Kennst du die Reaktion? Du evangelisierst, du ladest ein. Ich habe eingeladen zu meiner eigenen Vortragsreihe und von denen, die ich eingeladen habe, ist kein einziger gekommen. Kennst du das? Schmerzt, gell? Schmerzt. Kann mich erinnern, Arbeitskollegen, der wollte nicht hören, der hat gespottet. Manche kriegen in der Familie Redeverbot. Mein Vater hat wirklich die erste, dass meine Frau hat oft geweint. Er hat uns alles Mögliche genannt und wir sind die, jetzt kommt wieder der heilige Papst und der Bischof und ich bin der mit den Leuten Gehirnwäsche macht. Das ist alles schwierig. Die Sorge um den Titus, die Sorge um die Gemeinden. Zur Corona-Zeit ist mir so gegangen, dass Menschen, die ich zum Glauben führen durfte, auf einmal sitzt der nicht mehr da. Was ist der? Die Sorge, wie geht's ihm? Kennst du das, die Sorge, wie geht's eigentlich meinem Babychristen? Plötzlich in der Nachbargemeinde Streit, nur ein Bundesland weiter, Gemeinde gespalten. Der nächste Bruder ist ein Freund von mir, Ältester, irgendwo an der anderen Ecke in Österreich, ruft mich an, ganz verzweifelt mit dem ganzen Wahnsinn. Und dazu, das war dann, was war das für ein Jahr? 2022 war, und das war dann der Herzinfarkt meiner Frau. Also meine Frau hat vor vier Jahren Herzmuskelverformung gehabt, Takotsubo, ist verursacht durch Stress, beziehungsweise im Wechsel ist durch Hormone, dass der Spiegel abfällt, das Herz nicht geschützt vom Stress. Und vor 2 Jahren hat sie einen Herzinfarkt gehabt. Und das Ganze irgendwie in dem Wahnsinn, den man so erlebt, dazu, also ich weiß, wovon der Paulus spricht, ich kenne das einfach zu ermatten. Ich kann nicht mehr. Der Franz gibt auf. Und jetzt sagt aber der Text, wir ermatten aber nicht. Wir ermatten nicht, wir brennen nicht aus, weil wir sind Diener des neuen Bundes, sagt er. Und weil wir stehen in diesem neuen Bund. Und das muss man sich jetzt wirklich, wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man wirklich überlegen. Kapitel 3, die ersten 6 Verse. Er sagt, dieser Bund, in dem wir stehen, das ist ein hochwirksamer Bund. Dieser neue Bund, denkt einmal an euch selber, ihr Korinther. Erster Korintherbrief, wisst ihr nicht, wie geht es, wisst ihr nicht, dass Hurer, Knabenschänder, Alkoholiker, Diebe, Habsüchtige, Ehebrecher, wie geht es weiter, das Reich Gottes, nicht ererben werden, wie geht es dann weiter im Text? Und solche seid manche von euch gewesen, das ist eine coole Gemeinde, Ehebrecher, Säufer, Diebe, Knabenschänder. Und er sagt, und das sind manche von euch gewesen. Das Evangelium, dieser neue Bund hat derartige Kraft, dass Alkoholiker frei wurden. Dass Ehebrecher plötzlich keine Ehebrecher mehr waren. Also unheimlich. Und er sagt, und dieser Brief, ihr seid ein Brief Christi. Ihr habt euch bekehrt und dieser Brief ist angefertigt, durch Paulus geschrieben,
durch den Geist des lebendigen Gottes auf fleischene Tafeln des Herzens. Also spätestens Eheleute, wenn sie ein paar Jahre verheiratet sind, merken, ich kann ihn doch nicht verändern. Meinen Traumprinzen. Also ich geglaubt, aus dem Frosch wird irgendwie mit einem Kuss ein Prinz, aber siehe, es ist ein Märchen. Scherz. Es bleibt ein Frosch, sagt der Martin. Ein Frosch ist auch was Nettes, ja. Quack, quack, quack. Du kannst kein Herz verändern. Du kannst kein Herz verändern, und das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Seitenhieb auf die falschen Apostel, die versucht haben, Einfluss zu nehmen, auch durch alttestamentlichen Bund, durch Gesetze. Und er sagt, und diese Apostel, die haben überhaupt nichts zur Entstehung beigetragen, nichts zu eurem Wachstum beigetragen, die ziehen euch wieder zurück. Es kommt dann in Kapitel 9, 10, 11 ganz stark. Und die fragen noch, wer ist denn Paulus? Brauche ich Empfehlungsbriefe von euch? Ich war bei euch, ja, also ziemlich lang. Und ihr habt euch bekehrt durch mich. Ihr seid mein Empfehlungsbrief. Gell? Kapitel 3, Vers 1, fangen wir an, uns zu empfehlen. Oder bedürfen wir Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt, gelesen, von allen Menschen offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, also hartherzig, sondern Fleisch, in diesem Sinn positiv beweglich. Da hat sich etwas bewegt. Übrigens, dieser Vers kann jeder Gemeinde helfen, wenn die Frage ist, Wer sind eigentlich die Gemeindegründer? Wer sind eigentlich die Leiter? Wer sind eigentlich die Ältesten? Wer sind eigentlich wirklich die Hirten Gottes? Die Antwort ist ganz einfach. Die Hirten Gottes sind die, die euch zum Glauben geführt haben und die, die dafür gesorgt haben, dass ihr gewachsen seid, die diesen Brief geschrieben haben. Ganz einfach. Die Gott verwendet hat. Das sind die, die verantwortlich sind. Gell? Also ihr seid ein Brief Christi, wir brauchen keine Empfehlungsbriefe. Wir sind Diener des neuen Bundes, und das ist für mich unglaublich. Also auch in der Schule, oft hätte ich gerne irgendwie das Herz der Kinder verändert. Gell? Ich habe 25 Jahre in der Integrationsklasse unterrichtet, und bei uns waren im Bezirk immer die schwierigsten Kinder, die mit Sonderschul, also die mit, bei uns sagt man, mit Förderbedarf. Und da gibt es dann Förderbedarf, weil meine Mathematik nicht gut ist, aber es gibt auch Förderbedarf, weil man im Verhalten nicht gut ist. Und diese ganz schwer erziehbaren, die haben immer zu uns geschickt, gell? Zum Franz und zu seiner gläubigen Arbeitskollegin. Und da hätte man schon manchmal gerne ein bisschen das Herz so verändert oder verformt oder irgendwie gehorsam gemacht. Gell? Das hätten schon viele probiert, in der Politik auch. Also die Zeit unter Mao Zedong, ich habe da so einen Bericht vor mir liegen, der hat denen versprochen, es wird eine Kulturrevolution sein und es wird einfach eine Generation neuer Menschen werden. Gell? Menschen, die eine neue Weltanschauung haben, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Seinerzeit wurde von jedem Chinesen erwartet, das Buch bei sich zu haben, zu tragen, mit dem Zitat daraus zu begrüßen, alles Partei, Kriegsführung, revolutionäre Erziehung, Disziplin, Selbstkritik, Kultur, bei allen Anlässen wurde aus der Mao-Bibel gelesen. Und die Verheißung Maos war an die Jugend Chinas, mit dieser Revolution ein neues Kapitel der Geschichte der Menschheit zu einer idealen Welt aufzuschlagen. Verbunden mit Personenkult, grausamen Dingen, aber da wird jetzt eine Rasse geformt, eine ideale neue Welt. Dieser Mao Zedong war tot, die sogenannte Viererbande, ich kann die chinesischen Namen leider nicht aussprechen, tut mir leid, wurden verhaftet und ein Jahr nach Maos Tod, der alte Herrscher, wieder in seinem Amt und es war alles vorbei. Wie viele Menschen haben versucht, irgendwie ein neues Wesen zu schaffen, eine neue Rasse zu formen, und man scheitert kärglich. Und da gibt es einen Gott, und das macht uns dieser Abschnitt klar, der verändert Herzen. Der greift ein und macht Dinge ganz, ganz neu. Für mich persönlich ist es das Schönste, was ich erleben durfte in meinem Dasein. Menschen zum Glauben führen, plötzlich werden Ehen gesund. Die haben vorher nur gestritten und waren kurz vorm Scheidungsrichter. Siehe da, sie werden gläubig und der Herr bringt Frieden. Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sahen, der wollte sie umbringen. Gell? Und plötzlich ist Licht.
und die Depression muss weichen. Menschen, die von Alkohol und Spielsucht gezeichnet waren und sie werden plötzlich frei. Also für mich persönlich, das sind die Highlight meines Lebens. Und der absolute Highlight war mein eigener Vater. Also ich habe es beim Abendessen erzählt, der Herr hat mir Gnade geschenkt, ich habe immer irgendjemanden in meinem Leben zum Herrn führen dürfen. Das ist mein ganz unruhiges Gebet. Herr, schenk mir jemanden. Und ganz ehrlich gesagt, mein Vater war für mich, der wird sich nie bekehren. Also das hat in meinem Glauben, war das ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder, aber mein Vater, der hat 10 Jahre gespottet, dann hat er 10 Jahre, war er neutral. Da hat er gemerkt, okay, das ist keine Spinnerei, die nach 2 Jahren wieder vergeht. Muss mir irgendwie doch ein bisschen anfreunden. Und hat so neutral beobachtet, zum Spotten aufgehört. Und dann hat er 10 Jahre, 30 Jahre sind es insgesamt, 10 Jahre dann ein bisschen bewundert. Hat er schon gemerkt, die Kinder, die heiraten, die ersten, haben Beziehungen, die machen das wirklich ernst, das zu leben, wie es in der Bibel steht. Und hat irgendwie angefangen, das zu bewundern. Und 2018, und ich war live dabei, bekam er die Diagnose, Gehirntumor, schnellst wachsend, bösartigst 1,5 Jahre. Das ist ein sehr interessantes Gefühl, wenn es gibt bei jedem Supermarktprodukt gibt's ein Ablaufdatum. Und wir haben alle ein Ablaufdatum. Aber plötzlich macht der Primar und der Psychologe, picken dir so ein Pickel rauf, 1,5 Jahre. Bei ihm hat es genau gestimmt, das ist einfach ein Durchschnittswert, das werden alle in den Computer reingeklopft mit diesem Tumor und dann schaut man, bei ihm hat es genau gepasst. Und mit dem Tag seiner Diagnose habe ich natürlich wieder gewusst, wie Paulus jetzt, ich muss Gas geben, ich muss versuchen. Und siehe da, was 30 Jahre nicht möglich war, plötzlich ist das Herz weich geworden und mein Vater hat sich in diesen 1,5 Jahren zum Herrn, also nicht nur so ein kurzes Gebet am Sterbebett, sondern in diesen 1,5 Jahren dem Herrn zugewandt. Er hat geliebt die Musik, er war Gründer der Musikschule. Er hat geliebt Fußball, in Salzburg natürlich Red Bull, gell? Muss ich euch leider sagen. Da ist nichts mit Bayern München. Und dann habe ich gefragt, Papa, sollen wir Fußball schauen? Sky Abo seit Jahrzehnten, Segler, den ganzen Tag läuft irgendwas im Fußball. Sollen wir irgendwie Musik hören oder was von Jesus und aus der Bibel lesen? Wisst ihr, was er immer gesagt hat, jeden Abend? Ich möchte etwas aus der Bibel wissen. Wenn du den Tod vor Augen hast, dann ist plötzlich Fußball nicht mehr wichtig und dieses nicht mehr wichtig und jenes nicht mehr wichtig. Und das war für mich, da gibt es einen Gott, der dieses steinerne Herz weich macht. Das war für mich bis heute die berührendste Geschichte meines Lebens. Und ein Arbeitskollege, Gott hat so Humor, Integrationsklasse, Sonderschullehrer, kommt zu uns. Es war die Zeit, wo meine erste Frucht in der Schule, eine Gläubige, also eine Arbeitskollegin hat sie bekehrt. Er kam und hat nur gespottet. 7 Jahre. Er wurde wegversetzt. Ein bisschen später kam er wieder, wie bei meinem Papa. Wieder bei uns 4 Jahre Integrationsklasse, einen Durchgang fertig machen. Und er war neutral. Der Herr versetzt ihn wieder. Also wieder, hat wieder 15, 16 Jahre gedauert. Und nach 16 Jahren oder 17 kommt er und bekehrt sich. Ja. Der ist jetzt bei uns in der Gemeinde, seine Frau hat sich mitbekehrt und der ist jetzt in der Pension. Und er erzählt allen, er evangelisiert, hat schon einige zum Glauben geführt. Also er ist so verliebt in Jesus, der redet den ganzen Tag nur von Jesus. Gell? Also wie gibt es das? Also wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und wie er sich bekehrt hat, war sein Sohn eingeschrieben in die katholische Privatschule. Wir haben immer gebetet. Der hat sich vor 3 Wochen mit dem Bauern taufen lassen, sein Sohn. Mit dem darf ich auch in der Bibel lesen, Römerbrief. Gell? Und der nimmt seinen Freund mit, den Xaver, für den könnt ihr beten, 21 Jahre. Wir sind jetzt in Römer 7. Er ist ganz offen. Also wer kann solche Wunder tun? Unser Gott kann Herzen verändern. Wir sind in einem Bund, wo er Herzen verändert, wo auf Herzen geschrieben wird durch den Geist Gottes. Das ist die coolste Beschäftigung, die man überhaupt auf diesem Planeten vorfinden kann. Briefe schreiben durch den Geist Gottes. Und das können dann alle lesen.
Ist die coolste Sache auf diesem Planeten. Darum, Kapitel 4, Vers 1, weil wir diesen Dienst haben, darum ermatten wir nicht. Eine coole Sache. Der nächste Grund, warum wir nicht ermatten, Kapitel 3, Vers 7 bis 11, weil dieser Bund, dieser neue Bund, dem alten Bund bei weitem überlegen ist. Jetzt wird der alte dem neuen gegenübergestellt. Und er sagt, dieser alte Bund war schon ein Dienst des Todes, der Verdammnis. Er führte, wahrscheinlich ist es ein Seitenhieb auf die falschen Apostel, die durch Gesetze, durch Knechtschaft irgendetwas bewirken wollen. Es war ein Dienst des Todes, sagt der Paulus. Und ihr wollt wieder knechten. Aber selbst der alte Bund mit den Vorschriften, der den Tod brachte, begann in Herrlichkeit. Ist euch ein Schlüsselwort aufgefallen beim Lesen? Ein Wort, das sehr oft vorkam? Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit. Und wann der alte Bund schon so herrlich war, wie herrlich der neue. Und die Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist alles herrlich in diesem Bund. Kapitel 3, Vers 7, denn der Dienst des Todes in Buchstaben, Steinen eingegraben in Herrlichkeit begann, sodass die Söhne Israels das Angesicht des Mose nicht unverwandt anschauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte. Wie werden vielmehr die den Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Der hört auf, aber der Dienst des neuen Bundes, der wird bestehen in alle Ewigkeit. Um den Text kurz zu erklären, euch nicht überzustrapazieren, ist für mich das ein sehr gutes Bild. Kennst du das? Es ist sternenklar und es ist Vollmond. Und du schaust den Mond an und denkst dir, herrlich. Kennst du das? So eine herrliche Mondnacht. Du schaust den an und denkst dir, wie gewaltig, wie herrlich, wie genial. Und dann wird es morgen und es beginnt immer heller zu werden. Es wird heller und heller und heller. Was passiert? Der Mond verblasst. Wer kommt? Die Sonne kommt. Und die Herrlichkeit der Sonne steht ganz plötzlich am Mittagshimmel und du hast den Mond völlig vergessen. Das Alte war schon so herrlich, das ist das Bild. Das war wirklich herrlich. Du konntest Gott begegnen mit einem Mittler und Mose ist dem begegnet. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt ist, ist die Herrlichkeit völlig verblasst. Völlig vergangen. Der neue Bund stellt alles in den Schatten. Mit dem neuen Bund wird die Herrlichkeit Gottes, die Gesamtheit seiner Vollkommenheiten sichtbar. Seine Wahrheit, seine Weisheit, seine Macht, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, die Güte. All das zeigt dieses Evangelium der neue Bund. Also angesichts der Herrlichkeit, verständlich. Darum ermatten wir nicht, weil wir haben einen Bund, wo Gott Herzen, Menschen verändert. Wir ermatten deshalb nicht, weil dieser neue Bund ewig bestehen wird und alles an Herrlichkeit übertrifft, was man sich nur vorstellen kann. Und er hat ein drittes Argument, Kapitel 3, Vers 12 bis 18, dass dieser neue Bund uns ganz große Freimütigkeit bringt. Darf ich euch fragen, wie ist Mose zum Volk getreten? Was ist passiert? Ich meine, er war in der Gemeinschaft Gottes und er geht zum Volk. Was ist passiert? Eine Decke, warum? Was sagt der Text? Weil er so gestrahlt hat. Von der Herrlichkeit Gottes kommend, nicht für Menschen aushaltbar, gell? Gestrahlt, Decke drauf. Frage, wie ist Mose zu Gott gegangen? Ganz normal, mit Decke, ohne Decke? Ohne Decke, unbedeckt, 2. Mose 34, 4, aber nur Mose! Nur Mose ging unbedeckt in die Herrlichkeit Gottes, zu Gott unbedeckt. Und jetzt sagt er, und im neuen Bund darfst du und ich unbedeckt, unverwandt, direkt zu Gott hinzutreten. In die Herrlichkeit Gottes direkt gehen. Ohne Decke. Und der Text sagt, Israel hat noch eine Decke am Herzen. Wann wird die Decke weggehen? Wenn sie sich bekehren, genau wie bei Mose. In dem Moment, wo ich mich zu Gott hinwende, wird die Decke weggehen. Genau das sagt der Text. Gell? Dann wird die Decke von Israel abgenommen. Dann werden sie Gott erkennen. Wir sind in diesem Bund, wo wir unverwandt Gott anschauen dürfen. Der Herr, 3,17 ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Also Schlüsselwort ist klar, oder?
Schlüsselwort ist klar. Wir werden verwandelt und das Schlüsselwort ist Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also ich behaupte, das ist Christenleben pur. Das, was hier steht, diese Verse sind Christenleben in Reinkultur. Wir dürfen mit Gott in Gemeinschaft sein. Und wie werden wir verändert charakterlich? Indem wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Da steht buchstäblich, wir begegnen Gott, ihn betrachten, und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist die Frage, was in deinem Leben und in meinem Leben herrlich ist. Merkst du schon die Herrlichkeit an euren Geschwistern? Ja, manchmal muss man Geduld haben. Manchmal geht es so stückweise, diese Herrlichkeit. Aber das Schöne ist, wenn man genau hinschaut, dann merkt man, Gott ist am Wirken und Gott macht aus diesen Sündern etwas ganz Kostbares. Und da passiert es wirklich, dass Menschen grundlegend Dinge lernen, die sie unbedingt lernen müssen. Also ich kann es zu meiner Schande ja sagen, ich bin ja nicht so drauf aus, als Prediger immer so gut darzustellen, man sollte ja ein bisschen ehrlich auch sein, manchmal zumindest, gell? Also ich habe mich 1991, 92 bekehrt, habe relativ meine Geschichte als Scheidungskind, der verlorene Sohn, der abgehauen ist und dann bei Gott Heimat gefunden hat. Mein Bekehrungsvers ist tatsächlich Psalm 68, Vers 7. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt und Gefangene hinausführt ins Glück. Ich habe nie ein Zuhause gehabt. Immer zwischen Mama und Papa hin und her geschmissen. Die haben um mich gekämpft mit materiellen Gütern, vor dem Scheidungsrichter, dann vor dem Richter, der entscheidet, wo das Kind ist. Ich war beim Psychologen und musste wieder zeichnen. Die haben interpretiert. War für mich eine furchtbare Zeit. Und tatsächlich habe ich dann endlich ein Zuhause gefunden. Einen, der mich liebt. Wirklich einen Vater gefunden. Also das war wirklich meine Geschichte. Und die habe ich erzählt. Und durch das, dass ich so aufgewachsen bin, bin ich mit 16, habe ich meine Frau kennengelernt. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, auch wenn meine Frau nicht zuhört. Mit 16 habe ich meine Frau kennengelernt. Und mit 17 bin ich einfach von daheim abgehauen mit meinem Moped, mit meiner Trompete, meiner Geliebten und mit einem Rucksack der wichtigsten Utensilien und ich habe mich ein ganzes Jahr bei meinem Vater nicht gerührt. Meine Frau, viel vernünftiger wie ich, das ist manchmal heute noch so, hat natürlich bei meinem Vater und bei der Stiefmutter angerufen und gesagt, der Sohn ist bei mir, es ist alles in Ordnung. Aber ich in meinem Stolz, ich habe ein ganzes Jahr mich bei meinem Vater nicht gerührt. Weil ich war ja das arme Opfer, das arme Kind. Und ich war schon 17 Jahre gläubig. Und ich habe evangelisiert und Vorträge gehalten, der verlorene Sohn. Und es hat 17 Jahre gedauert, bis ich, das ist für mich wirklich zum Schämen, bis es mir in den Sinn kam, Franz, vielleicht hast du auch etwas falsch gemacht. Und wie war das eigentlich für deinen Vater, dass du einfach abhaust und ein ganzes Jahr nicht Bip und Bap und nichts von dir gibst? 17 Jahre habe ich gebraucht. Und wisst ihr, was Gott verwendet hat, um mich darauf aufmerksam zu machen? Also mein Sohn war zufällig genau 17 Jahre alt. Und dieser Vorzeigesohn hat plötzlich begonnen, uns allerhand Mühe zu machen in unserem Leben. Und siehe da, plötzlich kam den Franz, ich war schon 17 Jahre gläubig, in den Sinn, vielleicht könntest du dich bei deinem Papa entschuldigen. Und dann sind wir gefahren, immer Biofleisch kaufen, Papa hat bezahlt, halbe Stunde mit dem Auto und ich wusste, ich muss mich jetzt einfach entschuldigen. Wie schwer das geht, entschuldigen, kennst du das? Nur so ein blödes Wort, Entschuldigung, es tut mir leid. Wir sind gefahren, Autobahnausfahrt, wieder nicht entschuldigt. Wenn du jetzt dich nicht entschuldigst, ist wieder einmal Fleisch kaufen, fahren vorbei und das hast wieder alles versemmelt. Gell? Da heroben pumpert das Herz, da spürst du das Herz, bum, 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 bum. Gell? Und dann endlich kurz vor der Autobahnausfahrt, Kuchel, Papa, ich muss was reden mit dir. Wie ich 17 Jahre alt war. Was war da? Ja, wie ich einfach abgehauen bin. Also, ich möchte mich entschuldigen. Er hat dann, meine Stiefmutter hat, also es war eine Generation, die hat nicht gezeigt, die Gefühle, das sind nicht so erzogen worden. Gell? Die Stiefmutter hat dann gesagt, er war zutiefst berührt. Und irgendwie von da an ging es bergauf zwischen uns.
Entschuldigung, gell? Warum habe ich es erzählt? Weil ich habe 17 Jahre gebraucht, um einfach daran zu denken. Aber das, was du nicht lernen sollst, das wird uns unser Gott ganz gründlich lernen. Er verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, das ist das Ziel Gottes, wird in unserem Leben sichtbar werden. Manchmal dauert es 17 Jahre, bis irgendetwas herauspoliert wird. Gell? Bei euch geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller wie bei mir. Aber du kannst dich darauf verlassen, er arbeitet gründlich. Aus Jakob, was heißt Jakob? Betrüger, gell? Betrüger, Fersenhalter. Dein Bruder hinters Licht geführt, dein Vater hinters Licht geführt. Und aus diesem Betrüger, aus diesem Fersenhalter wurde über viele Jahre in der Erziehungsschule Gottes ein Israel, ein Gotteskämpfer. Das dauert, aber es ist eine sehr gründliche Arbeit. Meine Frau sagt manchmal zu ihr, Franz, gib mich nicht auf. Also ich kann euch sagen, bitte, ihr dürft niemanden aufgeben, weil Gott gibt niemanden auf. Der neue Bund wird bestehen in Ewigkeit. Er wird die Dinge fertig machen, die er mit uns begonnen hat. Also es aufgeben gibt es nicht. Deshalb ermatten wir nicht. Weil wir sind einem Bund, wo Gott an uns arbeitet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er verändert uns, wir sind seine Kinder und wir dürfen ihm begegnen. Und ein letztes, wie steht bei euch Kapitel 4, Vers 1? Bitte lesen wir den gemeinsam in eurer eigenen Bibel. Bei mir steht darum, da wir diesen Dienst haben und begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Wie steht es bei euch, bitte? Eine ehrliche, aufrichtige Frage. Und weil wir... Weiter. Machen wir nicht. Weiter. Sondern wir haben die geheimen Dinge. Okay. Darum, da wir diesen Dienst haben, dann steht bei mir, wie wir begnadigt worden sind. Bei euch auch so ähnlich, oder? Weil wir in Erbarmen befunden. Ja, genau. Also revidierte Elberfelder ist schon sehr treffend. Und da steht ein Und noch dabei. Und weil wir Erbarmen gefunden haben. Also was dort steht, das griechische Wort, also wir haben diesen Dienst des Bundes, wir sind in diesem neuen Bund und wir haben Erbarmen gefunden. Was hier steht, Mitleid gefunden. Mitleid, mit jemandem barmherzig sein, einem Elenden helfen. Also unser Gott ist ein Gott, der mit uns Mitleid hat. Wir sind in einem Bund, wo er verändert und er hat mit uns Mitleid. Das finde ich so grandios. Also ich schaue jetzt 33 Jahre irgendwie zu, beobachte Christen und ich bin total ermutigt, weil ich merke, geht nicht, gibt's nicht. Denk an einen Ältesten, er musste wirklich sein Ältestenamt zurücktreten aufgrund Probleme in seiner Ehe, aufgrund Probleme mit seinen Kindern und daher, es sind glaube ich fast 20 Jahre vergangen und die Dinge sind wiederhergestellt und er steht wieder kurz vor seiner Ältesteneinsetzung. Also ich bin so begeistert, Gott macht die Dinge gründlich. Er lernt uns Dinge, die wir lernen sollen und er gibt uns nicht auf. Er hat mit uns Erbarmen, er hat mit uns Mitleid. Ich wollte schon so oft, ganz ehrlich, das Handtuch werfen. Ich wollte so oft schon aufgeben. Ich wollte so oft irgendwie sagen, ich predige nicht mehr, ich mache keine Freizeit, ich mache mir jetzt das Leben schön. Er gibt mich nicht auf, ich bin so froh. Er hat mit mir Erbarmen. Er hat mit mir Mitleid. Es ist ein Gott, der mit mir, mit dem Elenden, der möchte mir, dem Elenden helfen. Ist das nicht irgendwie schön? Ich darf schließen, was mich sehr berührt, ich bin unterwegs in Gemeinden zum Helfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann helfe ich. Und es war eine Gemeindesituation, wo einer der Gemeindeleiter völlig frustriert war und er konnte nicht mehr. Und er hat ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht von den Geschwistern und ich bin enttäuscht von Gott. Und er hat mir einen Brief geschrieben, weil ich wollte helfen. Und er schreibt mir, lieber Franz, danke für deine Gebete, danke für dein Engagement in der Gemeinde so und so. Ich bin gerade auf Urlaub, den ich dringend nötig habe. Aber ich kann mich auch sonst mit dir nicht treffen. Ich bin nervlich nicht in der Lage, mich über Gemeinde und so weiter zu unterhalten. Das stresst mich zu sehr. Ich merke es auch jetzt schon, während ich dir schreibe, die ständige Aufregung, der Ärger, die Schwierigkeiten, die Streitereien, die Herausforderungen und so weiter haben mich über Jahre krank gemacht.
Und ich bin nicht sicher, so schreibt er aufrichtigen Herzens, ob das jemals wieder wird. Und der Bruder hat wirklich psychosomatische Krankheitsbilder gehabt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich bin so ermutigt. Ich bin so ermutigt. Weil da sind ein paar Jahre vergangen, plötzlich habe ich gehört, der Bruder predigt wieder. Der ist nicht mehr in die Gemeinde gegangen, weil er so frustriert war. Plötzlich, der Herr stellt den wieder her. Der Herr stellt den wieder in den Dienst. Und er wird sogar wieder Ältester in derselben Gemeinde. Und die Geschwister stellen sich zu ihm und die Schwierigkeiten sind beseitigt. Das zeigt mir, es ist ein Gott, der im Hintergrund Regie führt. Und es ist seine Gemeinde, es sind seine Kinder und er macht seine Sachen fertig. Und er lässt dich nicht im Stich. Ja. Also daher, mein Lieblingsvers, keinen Ausweg sehend. Wie geht's weiter? Aber nicht ohne Ausweg. Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Gell? Wir haben einen Gott. Zusammenfassend, wir ermatten nicht, weil erstens wir einen Dienst haben, wo Gott Menschenherzen verändert. Das, was niemand tun kann, das tut er. Zweitens, wir haben einen Dienst, wo die Herrlichkeit Gottes hervortritt, ein Dienst, einen neuen Bund, der dem Alten bei Weitem überlegen ist, wo Gott neues Leben schafft und uns verwandelt in sein Bild. Und drittens, wir ermatten nicht, weil wir einen Gott haben, der mit uns Erbarmen hat, der uns hilft, der Mitgefühl hat. Und dann geht der Abschnitt weiter, Kapitel 4, Vers 1, darum predigen wir einfach weiter. Egal was passiert. Und wir predigen. Fällt euch auf, ist jemand im Vorfeld schon aufgefallen, jetzt kommt wieder der Satan. In jedem Abschnitt kommt der Satan. Was hat er im ersten Abschnitt gemacht? Er macht Terroranschläge, gell? Was macht er jetzt? Immer wenn wir predigen, was macht er? Er hält schön die Decke drauf, die sollen alle nur nicht Gott erkennen, gell? Er bedeckt alles, er deckt alles zu. Immer wieder kommt dieser Widersacher vor. Aber wir predigen einfach weiter. Wir stellen nicht uns in den Mittelpunkt, sagt Paulus. Wir predigen Christus. Also nicht so das Paulus-Bauer-Evangelisten-Team oder egal wie die ganzen großen Prediger heißen. Nein, wir stellen nicht uns selber in den Mittelpunkt, sondern wir stellen Christus in den Mittelpunkt. So hört dann der Abschnitt auf. Kapitel 4, Vers 6, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und dann werden wir auch an anderen Personen erleben, die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. An den Geschwistern, plötzlich bekehrt sich wieder jemand und die Wunder gehen weiter. Wir predigen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Wir ermatten nicht. Weil wir haben einen allmächtigen Gott, seinen Geist in uns, einen Bund, der unschlagbar ist. Er ist einfach da. Ich bete. Herr Gott, unser Vater, wir sind begeistert von deinem Wort. Wir sind viel mehr begeistert einfach über die Jahre, über die Jahrzehnte, ja, über die Jahrhunderte, wenn wir einfach Zeugnisse lesen, irgendwie Menschen, Glaubenshelden und Heldinnen sehen, wie im Hebräerbrief, die Vorbilder, die schon gegangen sind, dann sind wir irgendwie erstaunt, weil du wirkst, weil du da bist, weil du Realität bist, weil du veränderst, weil einfach dieser Bund so herrlich ist und weil wir mit einem Gott verbunden sind, der mit uns Erbarmen hat, der uns nicht im Stich lässt, der die Dinge fertig macht. Wir wollen uns wirklich deiner rühmen, und dich in den Mittelpunkt stellen und dich anbeten und dir dankbar sein. Amen.